Du wirst es kaum glauben, meine Tochter Nicole hat angerufen. Nicole? Das ist eine echte Überraschung. Sie ist ein paar Tage hier in Frankfurt. Sie will mit mir reden über ihren Vater. Sie ruft wieder an. Und was soll das bringen? Das hat sie am Telefon nicht gesagt. Sie kommt zu mir. Sie hat sich damals absolut unmöglich benommen. Ja, das hat sie. Aber sie ist immerhin noch meine Tochter. Vielleicht solltest du dabei sein, wenn sie kommt. Lass uns morgen noch mal drüber reden. Bin jetzt ein bisschen müde. Ich bin Nicole Berger. Sind Sie der Kriminalhauptkommissar Möller? Der bin ich. Ich hatte Sie aus München angerufen. Ja, ich habe Sie erwartet. Nehmen Sie Platz, Frau Berger. Danke. Sie haben mir am Telefon gesagt, es handelt sich um Ihren verstorbenen Vater, Rechtsanwalt Dr. Karl Berger. Er ist jetzt 12 Jahre tot. Man hat ihn erschossen, hier in Frankfurt, als ich 17 war. Ich war damals an den Ermittlungen beteiligt, leider ohne Erfolg. Ich habe alles gesammelt, was darüber in den Zeitungen gestanden hat. Der Tod meines Vaters war für mich eine Katastrophe. Er war der liebste Mensch in meinem Leben. Es gab einen Verdächtigen, aber keinen ausreichenden Beweis. Staatsanwaltschaft hat das Ermittlungsverfahren ohne Ergebnis eingestellt. Ich weiß, wer der Verdächtige war. Der Bruder meines Vaters, Helmut Berger, mein Onkel. Meine Mutter hat immer behauptet, dass er der Mörder ist. Er hatte ja auch ein Motiv. Er war der Partner meines Vaters in der Anwaltspraxis. Hm. Meine Mutter hat mir das alles erzählt. Es gab einen Riesenkrach zwischen den Brüdern, weil mein Onkel Helmut Mandantengelder veruntreut hatte. Sehr hohe Beträge. Er soll ein leidenschaftlicher Glücksspieler gewesen sein. Und was glauben Sie? Helmut Berger ist wegen Untreue und Unterschlagung zu 3 Jahren Haft verurteilt worden. Ihr Vater hat ihn angezeigt. Er verlor natürlich auch seine Zulassung als Rechtsanwalt. Soviel ich weiß, ist er jetzt Lokalreporter bei irgendeinem Klatschblatt. Glauben Sie, dass er es getan hat? Der Mord an Ihrem Vater war ihm nicht nachzuweisen. Unter anderem deshalb, weil er ein Alibi hatte. Ein Zeuge hat bestätigt, dass Helmut Berger am Abend der Tat bei ihm zu Besuch gewesen ist. Der Zeuge Manfred Sirnitz. Oh, Sie scheinen ja wirklich bestens informiert zu sein. Da brauche ich Ihnen ja gar nichts mehr zu erzählen. Ich kann mich nicht damit abfinden, dass der Mörder meines Vaters frei herumläuft. Ich möchte mit einigen Leuten reden. Zum Beispiel mit diesem Alibi-Zeugen, diesem Herrn Sirnitz. Und mit meinem Onkel Helmut Berger. Den habe ich schon angerufen. Und natürlich auch mit meiner Mutter. Ich habe gehört, Ihre Mutter ist wieder verheiratet. Ja, ein Jahr nach dem Tod meines Vaters hat sie einen Immobilienmakler geheiratet. Stefan Gütting, für den war ich von Anfang an nur ein lästiges Anhängsel meiner Mutter. Er mochte mich nicht. Und ich habe ihn gehasst. Mein Vater war tot und er hat mir dann auch noch meine Mutter weggenommen. Die wollte ihre neue Ehe nicht an mir kaputt gehen lassen. Wie sind Sie nach München gekommen? Nach dem Tod bin ich zu einer Schwester meines Vaters gezogen. Ich habe meine Mutter so ziemlich aus meinem Leben gestrichen. Aber jetzt muss ich mit ihr reden. Beantworten Sie mir bitte eine Frage. Kommt drauf an. Hat meine Mutter ein Alibi gehabt? Sie hat gesagt, sie war allein zu Hause. Soviel ich weiß, ist mein Vater so um 9 Uhr abends in seinem Büro erschossen worden. Laut ärztlichem Gutachten zwischen 20 und 21 Uhr. Am nächsten Morgen hat ihn Frau Brandau gefunden, seine Sekretärin. Und meine Mutter hat ihn die ganze Nacht nicht vermisst? Oh, ihr Vater hat oft bis spät abends in seiner Kanzlei gearbeitet und dann dort auf einer Couch geschlafen. Das war nichts Besonderes, das war ganz normal. Ich glaube, die Ehe meiner Eltern war schlecht. Ich habe viel nachgedacht. Mir ist nachträglich einiges aufgefallen. Wissen Sie, was ich heute denke? Ja. Meine Mutter hat schon vor dem Tod meines Vaters ein Liebesverhältnis mit Stefan Gütting gehabt. Der Name Stefan Gütting ist damals gar nicht genannt worden. Und sowas wird manchmal sehr geschickt verheimlicht. Wenn Sie schon davon sprechen. Ich habe vor ein paar Tagen einen anonymen Brief bekommen. Darin steht, dass Ihre Mutter schon zu Lebzeiten Ihres Vaters eine Diebschaft mit Herrn Gütting gehabt haben soll. Haben Sie diesen Brief vielleicht geschrieben? Nein. Darf ich den Brief mal sehen?
Ich gebe Ihnen einen Rat. Halten Sie sich aus der Sache raus. In dem Brief steht sowieso nicht viel drin. Überlassen Sie das mir, ich werde mich darum kümmern. Guten Tag, ich möchte Herrn Sirnitz sprechen, Manfred Sirnitz. Tag, wer sind Sie denn? Ich bin Nicole Berger. Kenn ich nicht. Sie erinnern sich bestimmt an meinen Vater, Rechtsanwalt Dr. Karl Berger. Ach so, Berger. Was wollen Sie? Ich möchte mit Ihnen reden, Herr Sirnitz. Ja, ich weiß nicht so. Passt mir gar nicht, ich muss noch einkaufen. Soll ich lieber später nochmal wiederkommen? Naja, wenn es nicht so lange dauert, kommen Sie rein, Frau Berger. Danke. Wissen Sie, ich bin Rentner und lebe allein. Ich kann mir keine Hilfe leisten. Berger, ja, die Sache mit Ihrem Vater, wie lange ist das jetzt her? 12 Jahre. Dann kann man mal sehen, wie die Zeit vergeht. Setzen Sie sich bitte. Danke. 12 Jahre. Ist das nicht alles längst vergessen? Bei mir nicht, Herr Sirnitz. Es gibt Sachen im Leben, die vergisst man nie. An einem Dienstagabend vor 12 Jahren ist mein Vater in seiner Kanzlei erschossen worden. Sie waren damals ein wichtiger Zeuge. Sie erinnern sich bestimmt daran. Spielt das nur eine Rolle, an was ich mich erinnern kann? Sie haben als Zeuge ausgesagt, Sie hätten an diesem Dienstagabend eine Besprechung mit dem Bruder meines Vaters gehabt, Helmut Berger, damals Rechtsanwalt und Partner meines Vaters. Hier in Ihrer Wohnung soll er gewesen sein. Er hatte also ein Alibi. Das haben Sie bestätigt. Haben Sie damals die Wahrheit gesagt? Ob ich die Wahrheit gesagt habe? Was denken Sie denn von mir? Mein Onkel Helmut hatte genug Grund, meinen Vater umzubringen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie das nicht wissen. Rechtsanwalt Helmut Berger, Ihr Onkel, der ist damals mein Anwalt bei meiner Scheidung gewesen. Er musste irgendwas dringend bei mir besprechen und ich war krank. Grippe mit Fieber. Deshalb hat er mich an dem Abend hier in meiner Wohnung besucht. Ihr Onkel ist immer sehr nett zu mir gewesen. Wollten Sie ihm deshalb mit Ihrer Aussage helfen? Er hat Geld von Mandanten unterschlagen und verspielt. Er hat im Gefängnis gesessen. Der würde nie jemand ermorden, das glaube ich einfach nicht. Mörder, die sind doch ganz anders als der. Kann ja sein, dass er Glücksspieler gewesen ist. Und das mit der Unterschlagung. Wenn ich Sie so reden höre, dann frage ich mich wirklich, ob Sie meinem Onkel vielleicht doch... Ich habe die Wahrheit gesagt und ich kann jetzt auch nichts anderes sagen. Es soll sogar vorkommen, dass jemand für ein Alibi bares Geld bezahlt. Was fällt Ihnen ein? Wollen Sie mich beleidigen? Sie dürfen keinen Mörder schützen, Herr Sirnitz. Ist Ihnen das klar? Hören Sie auf damit! Gehen Sie jetzt bitte. Ich habe Ihnen ja gleich gesagt, ich muss noch einkaufen. Denken Sie noch mal über alles nach, Herr Sirnitz. Es ist noch nicht zu spät für die Wahrheit. Ich muss schon sagen, dass Sie mich besuchen, Herr Möller, das ist für mich eine echte Überraschung. Gut, dass Sie vorher angerufen haben. Ich bin viel unterwegs. Ich habe gehört, Sie sind jetzt als Reporter tätig. Naja, das Kind muss einen Namen haben. Ich schreibe Klatschgeschichten. Das macht mir sogar Spaß, ehrlich. Ich kenne ja noch allerhand Leute von früher aus meiner Zeit als Rechtsanwalt. Und man muss eben wissen, wo man die richtigen Leute trifft. Entschuldigen Sie, aber Sie als Vorbestrafter. Oh, kein Problem. Das finden die besonders interessant. So ist die Welt. Und wo trifft man die richtigen Leute? In der Kneipe? Da weiß ich was Besseres. Heutzutage müssen Sie in die Sauna gehen. Das aktuelle Kommunikationszentrum. Da legt man die Kleider ab, fühlt sich ganz frei und locker. Man verliert die Hemmungen und quatscht munter drauf los. Muss natürlich die richtige Sauna sein. Und da kennen Sie sich aus. Soll ich Ihnen vielleicht ein paar Tipps geben? Ihre Nichte ist bei mir gewesen, Nicole Berger. Ja, die kommt mich auch besuchen, die Nicole. Wissen Sie, was die will? Das soll sie Ihnen selber sagen. Ich möchte nur wissen, ob Sie der Polizei einen anonymen Brief geschrieben haben. Nee, habe ich nicht. Haben Sie einen gekriegt? Sie kennen das doch, die Fragen stelle ich. Aber ich will Ihnen sagen, warum ich hier bin. Seit dem Tod Ihres Bruders ist viel Zeit vergangen. Die Ermittlungen sind längst eingestellt. Täter nicht ermittelt. Fertig. Aber in meinem Kopf sind die Akten in diesem Fall nie endgültig geschlossen worden. Lassen Sie uns noch mal darüber reden. Man hat Sie verdächtigt damals, Herr Berger. Aber es hat keinen handfesten Beweis gegeben. Nehmen wir also an, Sie sind unschuldig. Haben Sie sich inzwischen Gedanken gemacht, wer Ihrem Bruder auf dem Gewissen haben könnte? Oder ist Ihnen das gleichgültig? Nein, ist es nicht. Mein Bruder war in meinem Leben ein wichtiger Mensch. Natürlich habe ich mir Gedanken gemacht. Wie kann das damals passiert sein? Ich weiß keine Antwort. Vielleicht ist ja irgendwas übersehen worden. Vielleicht bloß irgendeine Kleinigkeit, die wichtig gewesen wäre. Ich weiß es nicht. Und dass ich über einen mehr gefühlsmäßigen Verdacht rede, das hat doch keinen Sinn. Vielleicht doch. Reden Sie ruhig mal. Ich will Ihnen was sagen.
Ich kann da nicht objektiv sein. Sie kennen ja meine Schwägerin Lydia, jetzt Lydia Gütting. Ich habe sie immer für eine Schlange gehalten, eiskalt berechnend. Sie denken eine Mörderin? Wahrscheinlich kennen Sie die Fakten genauso gut wie ich. Der Rest ist mehr Gefühlssache, wie gesagt. Mein Bruder Karl war ein sehr erfolgreicher Anwalt. Ich habe alles verspielt und er hat alles gut angelegt. Er war ein reicher Mann. Mit Lydia hatte er einen Ehevertrag. Er war ein vorsichtiger Mensch. Gütertrennung. Alles hat ihm gehört. Da war er eisenhart. Bei einer Scheidung hätte Lydia von dem ganzen Vermögen keine müde Mark gesehen. Aber da gab's noch einen zweiten Vertrag. Sie meinen den Erbvertrag? Danach hat Lydia immerhin die Hälfte geerbt. Und die andere Hälfte die Tochter Nicole. Wissen Sie, wie viele solche Verträge gemacht werden? Tausende. Eben. Das gehört auch zu den Fakten. Ist klar. Bei mir kommt das Bild dazu, das ich von Lydia habe, die Psychologie. Es passt nicht zu ihr, dass sie aus einer Ehe aussteigt, aus einer Ehe mit einem reichen Mann, ohne etwas von seinem Vermögen mitzunehmen. Wenn sie aussteigen wollte, dann war der Mord an ihrem Mann nach meinem Gefühl für sie der beste Weg, weil sie dann die Hälfte des Vermögens bekam. Das ist reichlich spekulativ. Woher wissen Sie denn überhaupt, ob sie aussteigen wollte? Ich habe nur von einem gefühlsmäßigen Verdacht gesprochen, nachdem Sie mich dazu aufgefordert haben. Ja, das stimmt allerdings. Vielleicht erfahren Sie ja mal was in der Sauna. Sie können mich jederzeit anrufen. Erzählen Sie doch mal, was machen Sie so? Wollten Sie damals nicht Juristin werden? Ich habe gerade mein Abschlussexamen gemacht. Demnächst arbeite ich in einer Anwaltsfirma. Mhm. Ihr Vater war ein sehr guter Anwalt. Ich nehme an, Sie haben ihn gut gekannt. Sie waren seine Sekretärin. Leider nur 3 Jahre. Ich habe mal gehört, wie mein Vater Sie sehr gelobt hat damals. Sie haben ihn gefunden, als er tot war. Ich möchte gern wissen, was da passiert ist. Ich erinnere mich sehr gut. Vor allem an diesen Mittwochmorgen. Soll ich Ihnen das wirklich erzählen? Ja, bitte. Naja, ich war wie immer ungefähr um 8:30 im Büro. Ihr Vater kam immer um 9. Ich habe ein paar Akten herausgesucht, die wollte ich Ihrem Vater auf den Schreibtisch legen. Kurz vor 9 bin ich in sein Zimmer gegangen. Oh, es war ein furchtbarer Schock. Ihr Vater saß an seinem Schreibtisch, den Kopf auf der Schreibtischplatte. Ich habe das Blut gesehen und dann den Revolver. Der Anblick hat mir die Kehle zugeschnürt. Ich habe heute noch Herzklopfen, wenn ich daran denke. Haben Sie an Mord gedacht? Ich habe überhaupt nichts denken können. Ich habe die Polizei angerufen und da gesessen wie gelähmt. Bis die Polizei gekommen ist. Sie wussten doch bestimmt, dass mein Vater Streit mit seinem Bruder hatte. Naja, das habe ich gewusst, aber nichts Genaues. Über Einzelheiten hat keiner von beiden mit mir geredet. Ich bin auch nicht auf die Idee gekommen, dass Helmut Berger seinen Bruder erschossen hätte. Auch später nicht? Da gab es doch immerhin vielleicht Gründe. Soll ich Ihnen sagen, was ich heute darüber denke? Bitte, ganz offen. Meine Meinung ist, dass Ihr Vater sich selbst erschossen hat. Selbstmord? Warum? Mit einem Satz kann ich Ihnen das nicht erklären. Ich habe oft darüber nachgedacht. Und ich habe inzwischen einiges erfahren, was ich vor 12 Jahren nicht wusste. Seit einiger Zeit habe ich eine gute Freundin. Die ist in demselben Tennisclub wie ihre Mutter und ihr Stiefvater. Meine Freundin kennt Herrn Gütting sehr gut. Sie war lange seine Turnierpartnerin. Und da war wohl auch mal etwas mehr. Soll ich weiterreden? Ja. Naja. Ihre Mutter hat meiner Freundin den Stefan Gütting ausgespannt. Schon vor dem Tod ihres Vaters, verstehen Sie? Heute glaube ich, dass ihr Vater von der Sache gewusst hat. Auf einmal hat er immer so komische Bemerkungen gemacht, dass Frauen nicht treu sein können, dass ich am besten niemals heiraten soll, da würde mir vieles erspart bleiben und so weiter. Er ist auch öfter nachts im Büro geblieben. Meinen Sie, er hat eine Geliebte gehabt? Bestimmt nicht, er hat ihre Mutter geliebt. Und Sie denken, deshalb hat er... Vielleicht nicht bloß deshalb. Da war ja außerdem die große Enttäuschung mit seinem Bruder, Sie wissen ja. Das hat Ihren Vater bestimmt auch sehr getroffen.
Ich glaube, er war viel empfindlicher, als viele gedacht haben. Seine Frau hat ihn betrogen und sein Bruder hat ihn auch hintergangen. Meinen Sie nicht, dass er daran verzweifeln konnte? Die Experten haben aber gesagt, es kann kein Selbstmord gewesen sein. Sonst hätten auf dem Revolver Fingerabdrücke meines Vaters sein müssen. Es waren aber überhaupt keine Fingerabdrücke darauf. Außerdem hätte der Revolver dann auch nicht an der Stelle liegen können, wo man ihn gefunden hat. Wissen Sie das nicht? Das hat damals alles in der Zeitung gestanden. Experten können sich irren. Das soll schon öfter vorgekommen sein. Haben Sie schon mal mit jemand darüber gesprochen, dass Sie an Selbstmord glauben? Mit der Polizei? Nein, das sage ich nur Ihnen, weil Sie seine Tochter sind. Warum soll das alles nochmal wieder aufgerührt werden? Damit ist keinem gedient, auch Ihrem Vater nicht. Man sollte ihm seine Ruhe lassen. Da bin ich ganz anderer Ansicht. Ich kann nicht glauben, dass mein Vater Selbstmord begangen hat. Wenn es so gewesen wäre, wie Sie sagen, dann hätte mein Vater bestimmt einen Abschiedsbrief hinterlassen. Er hätte Klarheit geschaffen. Er war immer für klare Verhältnisse. Es gibt aber keinen Abschiedsbrief. Wenn man so verzweifelt ist, dass man sterben will, wirklich sterben, ist das dann noch so wichtig? Bevor Sie mit Ihren Fragen anfangen, Herr Müller. Ja, worum geht's denn? Ich habe Besuch gehabt. Die Tochter von Herrn Dr. Berger war bei mir. Ich habe ihr weiter keine Neuigkeiten erzählt. Aber als sie weg war, da habe ich mir nochmal alles gründlich überlegt. Sie wissen ja, was ich damals ausgesagt habe. Allerdings, das war ziemlich wichtig. Wissen Sie, was eine Kampfscheidung ist? Meine Frau hat mit allen Mitteln versucht, mir das Leben schwer zu machen. Wenn ich Herrn Berger nicht als Anwalt gehabt hätte... Herr Müller, Sie können mir glauben, ich weiß nicht, was aus mir geworden wäre. Der Mann hat viel für mich getan. Und warum erzählen Sie mir das alles? Ehrlich, ich habe eine schlaflose Nacht hinter mir. Ich weiß heute noch genau, wie ich vor 12 Jahren beim Frühstück die Zeitung aufgeschlagen habe. Bekannter Rechtsanwalt erschossen aufgefunden. Das hat da gestanden. Ich habe zuerst ja gar nicht kapiert, dass der Bruder von meinem Anwalt gemeint war. Den habe ich auch bloß mal flüchtig gesehen, weil der meinen Fall ja gar nicht bearbeitet hat. Aber dass er tot war, das ist mir schwer auf den Magen geschlagen. Das mag ja sein, Herr Sirnitz. Mich interessiert nur, ob Ihre damalige Aussage... Es stimmt, dass Herr Berger bei mir gewesen ist. Aber das war erst an dem Tag, als das mit seinem Bruder in der Zeitung gestanden hat. Soll das heißen? Ja, ja. Erst an dem Tag nach dem Tod von Dr. Karl Berger. Da ist er zu mir gekommen und hat gesagt, er könnte vielleicht Probleme kriegen, ob ich ihm helfen würde. Erzählen Sie ruhig weiter. Leicht fällt mir das ja auch nicht gerade, aber ich will das jetzt loswerden. Was sollte ich denn machen? Er hat gesagt, es wäre am besten, wenn er ein Alibi hätte. Und dass er seinen Bruder natürlich nicht erschossen habe. Und das habe ich ihm auch geglaubt. Demnach war Ihre Aussage also falsch. Das mit dem Alibi stimmt gar nicht. Ich habe es nicht fertiggebracht, ihm das abzuschlagen. Ich glaube es auch jetzt noch nicht, dass der ein Mörder ist. Ich habe einem Unschuldigen aus der Klemme geholfen, mehr nicht. Wird sowas denn etwa bestraft? Hoffentlich haben Sie Glück und die Sache ist verjährt. Wollten Sie sonst noch was von mir? Danke, nein. Das reicht mir im Moment. Wenn Ihnen noch mehr einfallen sollte, dann können Sie mich ja im Präsidium anrufen. Du bist also meine Nichte Nicole und ich bin dein Onkel Helmut. Da werden wir uns wohl erstmal dran gewöhnen müssen. Du hast gesagt, du willst mit mir reden. Entschuldige, ich mach's kurz. Berger? Hier Manfred Sirnitz. Oh, das passt mir jetzt ganz schlecht. Ich habe gerade Besuch bekommen. Herr Müller von der Kripo war eben da. Ich habe ihm gesagt, dass das mit dem Alibi nicht stimmt. Sie wissen ja, wegen der Sache mit Ihrem Bruder. Bitte? Was erzählen Sie da? Ich rufe Sie gleich an, weil... Sie müssen das doch wissen, damit Sie sich darauf einstellen können. Sie haben Herrn Müller gesagt... Dass Sie damals an dem Abend gar nicht bei mir gewesen sind. Ja, Sie werden das schon hinkriegen. Oder etwa nicht. Das darf doch nicht wahr sein. Also, alles Gute für Sie. Hören Sie mal, so einfach geht das nicht. Das müssen Sie mir erklären. Erklären kann ich das weiter nicht. Ich will bloß, dass Sie Bescheid wissen. Also dann... Hallo! Moment! Na, dann nicht. Irgendwas Schlimmes? Wie man's nimmt... Also, dann reden wir miteinander. Erstmal will ich wissen, ob du der Mörder meines Vaters bist. Eine sehr direkte Frage.
Du kriegst von mir eine genauso direkte Antwort, die ist nein. Aber damit wirst du vielleicht nicht zufrieden sein. Du hast ein Motiv gehabt, meinen Vater zu töten. Es hat einen Riesenkrach gegeben, das ist wahr. Und ich war schuld daran. Ich habe dafür büßen müssen. Und ich kann's nicht wieder gut machen. Aber ich habe deinen Vater nicht umgebracht. Wie war das mit deinem Alibi? Bist du wirklich bei diesem Herrn Sirnitz gewesen? Der Anruf gerade eben, das war Herr Sirnitz. Ich will dir auch nicht verheimlichen, was er mir erzählt hat. Kennst du Herrn Möller von der Kripo? Ja. Herr Sirnitz hat Herrn Möller gesagt, ich hätte ihn damals an dem bewussten Abend gar nicht besucht. Du hast also gar kein Alibi. Das sagt Herr Sirnitz heute nach 12 Jahren. Aber ich bin trotzdem damals bei ihm gewesen. Ein falsches Alibi wäre ja eine Dummheit gewesen. Vielleicht. Aber wenn man in großen Schwierigkeiten ist, dann greift man nach jedem Strohhalm. Auch wenn das eigentlich eine Dummheit ist. Jedenfalls ist das jetzt doch wohl eine ganz neue Lage. Damit muss ich eben fertig werden. Du musst damit rechnen, dass es gleich läutet. Und Herr Möller steht mit Handschellen vor der Tür. Ich glaube nicht, dass Herr Möller ein Mann von übereilten Entschlüssen ist. Wenn du damals kein Alibi gehabt hättest... Moment mal. Berger? Möller hier. Ich habe mit Herrn Sirnitz gesprochen. Ich bin schon informiert. Herr Sirnitz war so freundlich, mich gleich anzurufen. Aha. Hat er Ihnen gesagt, was er mir gesagt hat? Damit ich mich darauf einstellen kann. So hat er sich ausgedrückt. Und? Haben Sie sich darauf eingestellt? Entweder Herr Sirnitz lügt oder er hat sowas wie ein Blackout. Jedenfalls quatscht er Blödsinn. Sie bleiben bei Ihrem Alibi. Ich bitte um eine Gegenüberstellung mit Herrn Sirnitz. Daran habe ich auch schon gedacht. Sie hören von mir, das wäre es im Moment. Wiederhören. Also Herr Möller verhaftet mich nicht gleich. Ich bin bei Frau Brandau gewesen. Die hübsche Sekretärin? Sie meint, es war Selbstmord, weil du ihn so enttäuscht hast. Und weil meine Mutter... Ja? Sie soll ihn betrogen haben, mit Stefan Götting. Weißt du was darüber? Schon möglich. Aber die Polizei hat Selbstmord für ziemlich ausgeschlossen gehalten. Und was glaubst du? Vielleicht bin ich nicht der Einzige, der ein Motiv hatte, aber das sind Spekulationen. Ich kann dir nicht helfen, Nicole. Hast du mal mit deiner Mutter gesprochen? Sie scheint sehr beschäftigt zu sein, aber heute bin ich mit ihr verabredet. Ja, also dann gehe ich jetzt. Tut mir wirklich sehr leid, Nicole, dass ich erst heute Zeit für dich habe. Wahrscheinlich hältst du mich sowieso für eine Rabenmutter, aber ich habe dich damals nicht weggeschickt. Du hast es so gewollt. Und ausgerechnet zu meiner Schwägerin Doris bist du gegangen. Eine unmögliche Person. Nimm es mir bitte nicht übel, wenn ich Klartext rede. Ich war keine schlechte Mutter. Du warst eine schlechte Tochter. Ich denke, inzwischen bist du reifer geworden und siehst die Dinge vernünftiger. Wir könnten einen Schlussstrich ziehen und neu anfangen. Ich bin dazu bereit. Ich bin nach Frankfurt gekommen, weil ich wissen möchte, warum mein Vater sterben musste. Vor 12 Jahren. Nicole, kannst du nicht begreifen, dass das leider nicht aufgeklärt werden konnte? Soviel ich weiß, bist du Juristin. Dann müsstest du doch wissen, dass es sowas gibt. Das Leben geht weiter. Mein Leben und auch dein Leben. Ich möchte dich trotzdem fragen, ob du meinen Vater getötet hast. Oh, was geht eigentlich in deinem Kopf vor? Das ist eine vollkommen unsinnige Frage und eine Unverschämtheit dazu. Ich lehne es ab, dieses Spiel mitzumachen. So geht das nicht. Wie war das mit dir und Stefan Götting? Du hast mit Helmut Berger gesprochen. Ich habe nicht nur mit ihm gesprochen, auch mit Herrn Möller von der Kriminalpolizei und mit Vaters Sekretärin, Frau Brandau. Ja, man hat mir was erzählt. Zum Beispiel, dass du mit Stefan Götting schon liiert gewesen bist, bevor mein Vater gestorben ist. Frau Brandau, die sollte mal lieber ihr loses Mundwerk halten. Ist es wahr oder nicht? Lieber Himmel, was soll ich denn heute noch dazu sagen? Das ist nur wirklich Schnee von gestern. Weißt du überhaupt, wie es zwischen deinem Vater und mir ausgesehen hat? Du hast keine blasse Ahnung. Du gibst es also zu, dass du und Stefan Götting schon Gott, vor... Mein Gott, es hat irgendwann angefangen. Ja, eine nette Bekanntschaft, eine kleine Tändelei. Es hat sich irgendwie entwickelt. Ich weiß heute nicht mehr so genau, wann es ernst geworden ist. Du verlangst zu viel von mir. Hallo allerseits. Ich sehe, wir haben Besuch. Stefan, du kommst wie gerufen. Das ist Nicole. Mutter und Tochter, einträchtig beieinander. Wie schön. Hallo Nicole, lass dich begrüßen. Siehst wunderbar aus. Guten Tag. Ich störe doch hoffentlich nicht. Bitte, Stefan, setz dich zu uns. Es ist mir sehr lieb, dass du dabei bist. Ihr habt ja gar nichts zu trinken.
Wie wär's mit einem Gläschen Shampoos? Danke, ich möchte nichts. Nicole scheint zu denken, dass ich ihren Vater erschossen habe. Ich habe nur eine Frage gestellt. Kinder, Kinder, jetzt lass doch die Tassen im Schrank. Wir wollen uns doch das Leben nicht unnötig schwer machen, nicht wahr? Wir sind doch erwachsene Menschen. Also, lasst uns friedlich miteinander umgehen und gegenseitig Verständnis füreinander haben. Ich kann übrigens sehr gut begreifen, dass Nicole Klarheit über den Tod ihres Vaters haben möchte. Du musst das akzeptieren, Lydia. Aber sie braucht mich nicht zu beschuldigen. Hör zu, Nicole, damit das ganz klar ist. Deine Mutter und ich, wir haben keinen Zweifel, dass dein Vater ermordet worden ist. Und wir glauben auch zu wissen, wer das getan hat. Der Mörder heißt Helmut Berger. Das mit dem Alibi glauben wir nicht. Wer war noch dieser sogenannte Zeuge? Sirnitz. Wir sind davon überzeugt, dass er gelogen hat. Herr Sirnitz hat seine Aussage widerrufen. Ach! Ach, sieh mal an. Er gibt zu, dass es eine Lüge war. Weißt du das ganz genau? Ja, die Polizei weiß es auch. Na, damit ist dann doch der Fall wohl endgültig geklärt. Was wir immer gesagt haben. Helmut Berger. Der behauptet, das Alibi stimmt doch. Typisch. Ein unverbesserlicher Schwindel. Der Mann gehört sofort eingesperrt. Hat man ihn schon verhaftet? Als ich an diesem Mittwochmorgen vor 12 Jahren in das Zimmer von Herrn Dr. Berger gekommen bin und er hat da gesessen und war tot. Ich bin so furchtbar erschrocken. Das war der schlimmste Schock meines Lebens. Das ist verständlich. Ich bin die paar Schritte zum Schreibtisch gegangen, ohne richtig zu begreifen, wie betäubt der Tote vor mir, und da hat ein Revolver auf dem Schreibtisch gelegen. Ich hab den Revolver in die Hand genommen, einfach so, ohne nachzudenken, ganz mechanisch. Ich hab den Revolver angesehen. Ich hab das alles gar nicht richtig geglaubt. Ich stand neben dem toten Dr. Berger und hatte den Revolver in der Hand. Erzählen Sie weiter, Frau Brandau. Den Revolver mit meinen Fingerabdrücken. Man wird mich vielleicht für eine Mörderin halten, man wird mich einsperren, vielleicht lebenslänglich. Ich bin in Panik geraten, ich musste was tun. Ich habe ein Taschentuch genommen und den Revolver abgewischt. Gründlich. Damit nicht die kleinste Spur zurückbleibt. Können Sie das verstehen? Und was haben Sie dann mit dem Revolver gemacht? Ich habe ihn wieder hingelegt, auf den Schreibtisch. Genau dahin, wo er vorher gelegen hat? Das weiß ich nicht. Ich war viel zu aufgeregt. Ich bin schnell raus aus dem Zimmer und habe die Polizei angerufen. Und dann haben Sie gesagt, Sie hätten nichts angefasst und nichts verändert. Wissen Sie, was Sie damit angerichtet haben? Möller hier? Hier ist Sirnitz, Manfred Sirnitz. Ich habe Ihnen doch gesagt, dass mit dem Alibi für Herrn Berger, dass er nicht bei mir gewesen ist. Ja, Sie haben mir gesagt, Ihre Aussage vor 12 Jahren war falsch. Und jetzt werden Sie denken, ich bin verrückt. Natürlich hätten Sie die falsche Aussage nicht machen Meine dürfen. Aussage war gar nicht falsch. Verstehen Sie, die war richtig. Moment mal, Ihre erste Aussage... Kurz bevor Sie bei mir waren, hat er mir 50.000 Mark für die Nase gehalten. Viel Geld für einen kleinen Rentner. Man hat mich überrumpelt, Herr Möller. Ich habe zugegriffen, verstehen Sie? Das werden Sie mir aber jetzt ganz genau erklären müssen, Herr Sirnitz. Das will ich auch, aber bitte nicht am Telefon. Ich bin mit den Nerven fertig. Können Sie nicht zu mir kommen? Ich habe ja kein Auto, und hier bei mir, da können wir doch in aller Ruhe. Verstehen Sie das nicht? Ja, ich bin sowieso noch unterwegs, das lässt sich machen. Ist ganz egal, wann Sie kommen, ich warte hier auf Sie. Also, dann bis später. Frau Brandau, wo Sie gerade dabei sind, mir einen Wein einzuschenken. Damals hat Frau Berger, jetzt heißt sie ja Gütting, sie hat den Verdacht geäußert, Sie hätten mit Dr. Berger ein intimes Verhältnis gehabt. Herr Möller... Ja, ich weiß, ja. Sie haben das abgestritten. Bleiben Sie dabei? Diese Frau ist eine Giftschlange. Dr. Berger hat mich mal zum Essen eingeladen, das war alles. Die Gütting sollte besser auf ihren neuen Mann aufpassen, damit er ja nicht wegläuft. Wie kommen Sie darauf? Das ist für Sie bestimmt nicht interessant. Vielleicht doch. Erzählen Sie mal.
Meine beste Freundin, die kennt Herrn Götting sehr gut. Und gestern hat sie mir erzählt, dass er was mit einer reichen Witwe hat. Die sind alle im selben Tennisclub. Und Herr Götting, der trifft sich mit dieser Dame heimlich im Hotel Goldener Schwan in Königstein. Doppelzimmer, hat meine Freundin gesagt. Vera von Gisco heißt die reiche Witwe. Und wie heißt Ihre Freundin, die Ihnen das verraten hat? Muss ich das sagen? Das war natürlich unter dem Siegel der Verschwiegenheit. Ich sag Bescheid, wenn ich den Namen brauchen sollte. Wissen Sie was? Ich möchte mich mit Frau Götting unterhalten. Können Sie mitkommen? Ich muss nur unterwegs noch einen Besuch machen. Frau Götting, vielleicht erinnern Sie sich an mich. Oh ja, das vergisst man nicht, Herr Möller. Sind Sie immer noch bei der Mordkommission? Ja. Ich habe mir erlaubt, Frau Brandau mitzubringen, sozusagen für alle Fälle. Ich denke, Sie kennen sich. Guten Tag, Frau Götting. Ach richtig, Frau Brandau. Sie haben sich aber sehr verändert. Hatten Sie nicht früher dunkles Haar? Jetzt sind Sie ganz blond. Oh, ich hätte Sie auch fast nicht wiedererkannt. Ich möchte gern etwas mit Ihnen besprechen, Frau Götting. Ja, mein Mann ist leider nicht zu Hause. Geht es um die alte Sache? Ja, das ist richtig. Haben Sie etwas herausbekommen? Es gibt etwas, was geklärt werden muss. Darf ich Ihnen etwas anbieten? Kaffee, Whisky, Sherry? Nein, danke, sehr freundlich. Ich komme gerade von Herrn Sirnitz. Sie kennen ihn, nicht wahr? Ich weiß, wer das ist. Sind Sie mal bei ihm gewesen? Ich? Bei Herrn Sirnitz? Ja. Könnte das erst kürzlich gewesen sein? Ja, Art zu fragen gefällt mir nicht. Wollen Sie Katz und Maus mit mir spielen? Sagen Sie mir, wie Sie dazu kommen, mir diese Fragen zu stellen. Was steckt dahinter? Gut, kommen wir gleich zum Kern der Sache. Haben Sie Herrn Sirnitz 50.000 Mark gegeben? Bares Geld? Dafür, dass er seine Aussage mit dem Alibi für Ihren Schwager Helmut Berger widerruft und behauptet, Helmut Berger war gar nicht mit ihm zusammen, als Ihr erster Mann erschossen wurde? Woher haben Sie das? Hat Herr Sirnitz Ihnen das erzählt? Er hat mir auch den Umschlag mit dem Geld gegeben. Erkennen Sie ihn wieder? Inhalt 50.000. Das ist, ich bin jedenfalls überrascht. Wenn Herr Sirnitz die Wahrheit sagt, dann sind auf diesem Umschlag Ihre Fingerabdrücke. Soll ich das untersuchen lassen? Nein, das wird nicht notwendig sein. Warum haben Sie das getan, Frau Götting? Ja, ja, warum? Das ist wirklich merkwürdig, nicht wahr? Es war vielleicht keine besonders gute Idee. Die Sache ist ja längst erledigt. Schnee von gestern, wie man so sagt. Es war eigentlich ganz überflüssig. Ich hätte das wohl besser nicht machen sollen. Hoffentlich verstehen Sie mich nicht vollkommen falsch. Hat es vielleicht etwas damit zu tun, dass Ihre Tochter Nicole nach Frankfurt gekommen ist? Ja, natürlich, Nicole, ja. Sie versucht, Klarheit zu schaffen über den Tod ihres Vaters. Das muss man schließlich verstehen, meinen Sie nicht? Ihre Tochter ist bei mir gewesen. Sie hat auch von Ihnen gesprochen, Frau Götting. Es gibt Anhaltspunkte dafür, dass Sie schon ein sehr enges Verhältnis zu Ihrem jetzigen Ehemann hatten, als Ihr erster Mann noch lebte. Sie haben damals gesagt, Sie waren allein zu Hause an diesem Dienstagabend, als Dr. Karl Berger... Da kommt mein Mann. Stefan? Das ist Herr Müller von der Kriminalpolizei. Und das ist Frau Brandau, die wirst du wohl nicht kennen. Kriminalpolizei? Darf ich fragen, was das so bedeuten hat? Es geht um den Tod von Dr. Karl Berger. 12 Jahre danach? Sie sind damals nicht gefragt worden, Herr Götting. Ihre Beziehung zu Ihrer jetzigen Ehefrau war damals nicht bekannt. Unsere Beziehung? Bitte, Lydia, was meint Herr Müller damit? Es ist am besten, wenn wir einfach die Wahrheit sagen. Ja, wir waren damals schon zusammen, Stefan und ich. Und ich möchte gleich noch etwas richtigstellen. Ich bin an diesem Dienstagabend vor 12 Jahren zu Hause gewesen. Aber nicht allein. Ich habe das für mich behalten, weil ich Stefan Unannehmlichkeiten ersparen wollte. Er hatte ja mit all dem nichts zu tun. Stefan war an diesem Dienstagabend hier bei mir. In diesem Haus. Dann haben Sie also sozusagen beide ein Alibi. Was sagen Sie dazu, Herr Götting? Meine Frau sagt die Wahrheit. Wir sind beide hier gewesen. Wann sind Sie gekommen und wie lange sind Sie geblieben? Ich kann es Ihnen genau sagen. Nein, zuerst Herr Götting, bitte. Also, gekommen bin ich ungefähr um 18 Uhr. Ich bin sehr lange geblieben, fast bis Mitternacht. Ich erinnere mich daran, weil ich ja am nächsten Tag von Lydia erfahren habe, was mit ihrem Mann passiert ist. Bis Mitternacht, sagten Sie?
Und wenn Herr Dr. Berger noch spät nach Hause gekommen wäre und Sie hier getroffen hätte? Aber wir haben doch gewusst, er kommt nicht. Er hat mich angerufen und mir gesagt, er schläft in der Kanzlei auf der Couch. Das kann ich bestätigen. Ich war gerade hier, als dieser Anruf kam, kurz nach 18 Uhr. Ja, so ist es gewesen. Wir konnten ganz sicher sein, dass mein Mann nicht kommen würde. Ich bitte um Entschuldigung, aber das kann so nicht richtig sein. Bitte, Frau Brandau, mischen Sie sich nicht ein. Das geht Sie nichts an. Lassen Sie Frau Brandau reden. An diesem Dienstagabend ist es spät geworden im Büro. Ich bin bis nach 7 Uhr da gewesen. Ich wollte mich von Herrn Dr. Berger verabschieden. Und als ich in sein Zimmer gekommen bin, hat er gerade mit seiner Frau telefoniert. Er hat gesagt, dass er noch ungefähr 2 Stunden zu tun hätte und dass er dann zu Hause noch etwas essen möchte. Hat Frau Brandau das damals auch schon erzählt? Ich kann mich nicht an sowas erinnern. Ja, das steht so im Protokoll. Nur war es damals anscheinend nicht so sehr wichtig, ob Sie damit rechnen mussten, dass Ihr Mann noch nach Hause kommen wollte. Da wusste man ja noch nichts von einem Liebhaber. Das sieht jetzt anders aus. Sie mussten ganz sicher sein, denn Sie hatten den Liebhaber ja sogar bei sich. Oder ist Herr Gütting vielleicht doch gar nicht hier gewesen? Überlegen Sie noch mal genau. Sie bringen mich ganz durcheinander. Bitte, Stefan, sag du etwas. Vorweg eine Frage, Herr Gütting. Kennen Sie Vera von Gisco? Vera von Gisco? Ja, vom Tennisclub. Hat die irgendwas damit zu tun? Sie sind mit ihr befreundet? Ich kenne sie gut. Sind Sie damit einverstanden, dass wir jetzt gleich zum Hotel Goldener Schwan in Königstein fahren, zu einer Gegenüberstellung? Goldener Schwan, Königstein, was soll das? Vielleicht können wir Frau von Gisco mitnehmen und uns zusammen ein Doppelzimmer ansehen. Stefan, ich verlange eine Erklärung, und zwar auf der Stelle. Lieber Himmel, schließlich kommt in den meisten Ehen mal sowas vor. Wir sind mehr als 10 Jahre verheiratet. Du wirst das doch nicht so tragisch nehmen. Ich verstehe überhaupt nicht, wieso das hier erwähnt wird. Du gibst es also zu. Lydia, du betrügst mich. Du triffst dich heimlich mit einer anderen Frau jetzt in einem Hotel. Jetzt mach bitte kein Drama daraus. Du wirst doch deshalb nicht durchdrehen. Überleg dir, was du tust. Ich weiß sehr genau, was ich zu tun habe. Dieser Mann, Herr Möller, der damals mein Geliebter war, ja, er ist an diesem Dienstagabend tatsächlich bei mir gewesen, aber nicht um 6, sondern erst um 9. Da hat er vor meiner Tür gestanden und zu mir gesagt, Lydia, ich habe ihn erschossen. Aus Liebe zu dir. Für uns beide. Hör auf damit! Ich habe diesem Herrn Sirnis Geld gegeben, damit du gar nicht erst in Verdacht gerätst. Alles, alles hätte ich für dich getan, aber du bist nur ein schäbiger Betrüger. Und du, was bist du? Eine dumme Gans. Ich hätte dir niemals sagen dürfen, dass ich deinen Mann erschossen habe. Ich hätte...
Musik